understand. I love the air you bring. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Carbac Review hier in Forza Horizon 3 und zwar heute mit dem Hunigen Carbac, das vor wenigen Minuten erschienen ist. Und zwar bin ich heute nicht allein, sondern dabei ist natürlich unser Drift King, der gute Silas. Moin, moin. Ja, moin, moin. Jetzt gerade so um 20.18 Uhr. Ist ja schon früh am Morgen. Ist ja schon richtig früh, Mensch. Ja, wir haben heute 700 Stunden Hunigen-Fahrzeug gefahren und fangen heute an mit dem Mustang natürlich. Mit einem richtig fetten Auto von Keblog ist es her. Und dann nochmal auch aus Gymkhana 7, da war der, quasi der Wagen. Fettes Teil. Denn dieses Mörderding hat sage und schreibe 1400 PS. Weißt du, wer noch in Gymkhana 7 war? Keblog. Oh! Das hätte ich jetzt mal nicht gedacht, Silas. Das ist einfach. Nee? Nein, natürlich. Klar. War eine Überraschung, ne? Ja, krass. Das hat es ja ein 65er Mustang als Basis. Natürlich ein bisschen getuned hier noch. Hat zwei wunderschöne Turbolader. Hat 6,7 Liter Hubraum. Und Allrad auch. Also da ist auch nicht was drin. Lautdaten 0 auf 100, 1,8 Sekunden. Topspeed 410 km/h. Ist ein bisschen was, ne? Ist ein bisschen langsam vielleicht, aber wir testen das erstmal. Stell mich mal gerade hin. Und du am besten auch. Bei Turbos. Damn sexy. Die Turbos anhören. Diese Auspuffrohre, ne? Auf der Motorhaube. Das macht man auch nicht alle Tage. Dann würde ich sagen: 3, 2, 1, go. Das Allrad, ne? Mega viel Wheelspin am Start. Ja, dann auch. Ja. 250. Ziemlich viel auf der Hinterachse. Ja. 300. 350. 360. 370, 380, 390, durch einen Blitzer mit 390,50. Ist glaube ich schnell genug, oder? Der Bremsweg ist nicht so ganz geil. Liegt auch tief, ne? Also ist halt tief, flach, breit. Ding vor 8, das ist immer mehr. Trotz Allrad, ich meine, der geht halt hoffentlich auch ziemlich quer. Sieht jetzt schon mal ziemlich gut aus. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Stadt und versuchen mal ein bisschen zu driften. Welcome back hier in Surfers Paradise. Boah, jetzt Sie das eine Einladung. Was? Oh, welcome back. Ja, egal, mach weiter. Ja, fahr los, ne? Jetzt mal, dass sie das so wunderschön driftet. Auf Parkplatz oder was? Oder wie? Ja, dann zeig mal deine Gymkhana-Show hier. Ja. Ich werde sie natürlich live verfolgen. Wie damals 1900, nein, Spaß. Mal gucken, wie gut man den tappen kann. Man sieht schon, der geht auf jeden Fall mächtig quer, das Teil, ne? Ich muss dazu sagen, ich drifte eigentlich wirklich nur Heckantrieb. Ich habe, glaube ich, ein Auto, was ich Allrad drifte. GTR. Und das fahre ich nicht mehr. Ne, Ford Focus RS mit der Horizon Edition. Da, gut, ich hab Walltap war drin. Will die alle verkaufen eigentlich. Alter, ne? Ja, man kann den schon präzise fahren. Eine Quermaschine? Denkst du, ist er besser beim Driften als der Focus von Keblog? Oder? Ich finde den angenehmer zu fahren, ja. Bin mir schlecht im Drohnefilm, aber. Ein paar Mal gerade hinterher mit der Drohne. Kann mal gucken, was mit dem Auto noch so schönes geht. Hier vorne ist nämlich eine wunderschöne Kurve. Mach ich mal. Kommst du denn daher? Ich sehe ja deine Drohne nicht. Ich komme hinterher. Alles gut. Okay, 360. Ah. Noch ein 360. Geht doch gut. Und immer schön quer, ne? Ja, so muss das. Also hier zwischen den Autos durch. Natürlich alles gekonnt. Schon wieder gedreht. Richtiger Noob, ey. Nein, Spaß. Alter, ey, nur am Rauchen bist du die ganze Zeit, ne? Fährst quasi nie geradeaus mit dem Ding. Nö, ja, so muss das. Sieht nice aus. Jetzt würde ich sagen, kommt mal der wahre Meister. Nämlich ich.
Ja. Ich gucke erstmal, was der Wagen so kann. Was er hergibt. Der hat bestimmt irre viel Leistung, ne? Also da brauchst du das Ganze nur am Tippen und der geht schon quer wie die Hölle. Ja, der ist nicht schlecht, also finde ich. Er ist, ja, also ich finde, dafür, dass er Allrad hat, ist er wirklich zu sehr hecklastig, das merkst du. Also wenn ich wirklich versuche, mich mit dem Allrad drauf zu ziehen, merkst du, dass die Front kaum eingreift. Alter. Aber das kann ich mit Setup alles nochmal, ne? Ja. Das lässt sich alles optimieren. Das ist ja noch Serie. Kann ich so hier vor Ort machen, der Differential hat er so. Mach ich aber nicht. Wir müssen halt leider zum nächsten Auto, ne? Das ist sehr schön. Kurz ein bisschen driften? Na, ein bisschen noch. Ich weiß mal, wer da raus hier. Ne, ich fahr immer da. Boah, der geht echt wirklich ab. Ich meine, der hat über 1000 PS, weit über 1000. Zum Beispiel noch deutlich mehr als hier der Focus von Block, der hat glaube ich nur 600. Der hat mehr als das Doppelte. Ja. Ja, der Focus war auch schon, der ist schon geil. Also, du musst sagen, der Focus RSRX, der ist ja auch Rallycross. Ich meine, das war nicht reine Driftkarte. Die hier ist ja wirklich zum Driften aufgebaut. Alter, das ist richtig geil, das Ding. Ohne Spaß. Ich liebe es. Recht aber für heute. Wir springen einfach mal direkt zum nächsten Auto. Was denn Sie das aussuchen darf übrigens? Wir sind dann wieder zurück hier mit dem schönen RWB Porsche 911 Turbo. Ein sehr, sehr geiles Auto, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Richtig, richtig geil. Und geil, hast du vergessen zu sagen. Was? Du musst auch sagen, dass der Wagen geil ist. Hast du nicht auch ja, also erwähnt? Ist schon wirklich sexy. Ich verstehe gerade noch nicht, warum die Karre unter Extreme Track Toys läuft, aber egal. Der ist das Extreme Track Toy? Ja, habe ich gerade auch gefolgt. Das hat keinen Sinn. Ne, natürlich im Boxenmotor der Porsche hier, im Heck. Ja, natürlich. Sechs Zylinder, ist halt gut. Klar. Wie der Name auch schon sagt, natürlich Turbo aufgeladen. Nur ein bisschen. Und dann hätte Theke, so eine kleine Frittentheke, so ganz dezent. Ja. Ich bin fast gar nicht erkennt. Ich muss sagen, Felgen mit Felgenfarbe ist jetzt nicht meins. Mit anderen Felgenfarbe vielleicht schon eher. Aber es ist jetzt nicht hässlich. Also das ist auf keinen Fall. Geil. Ich meine, das ist ein fucking Porsche. Naja, ist schon verdammt sexy. Ich weiß nur nicht, ob man den driften soll oder nicht. Also, das werden wir jetzt herausfinden. Wir haben, der hat auf jeden Fall nicht mehr Steering Lock als die anderen, also mehr Einschlagwinkel wie die anderen. Der hat durch Einschlagwinkel wie die anderen. Okay. Oh, mal gucken, die Karre klappt hier, ne? Ja, ich fahr mal hinterher so ein bisschen. Oh Gott. Ja. Also man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, Porsche ist absolut nicht. Nein. Also Porsche Driften ist eigentlich schon. Ja. Fühlt sich fast falsch an. Heckmotor, Heckgetriebe, das komplette Gewicht liegt auf der Hinterachse. Heckantrieb auch noch, Heck, logischerweise. Ja, damit das Heck nicht rumkommt, liegt das komplette Gewicht da drauf. Ja, ist komischerweise gibt es einen Erfolg. Der will nicht. 300.000 Punkte in dem Porsche zu driften. Ich meine, ist machbar. Anderer Motor rein. Kann man hier mal schön eine Einfahrt rein. Punkte ist ja nichts, ne? Also ist schon nicht verkehrt. 300.000 sicher so viel? Ich guck mal gerade selber kurz nach. Meines waren 300.000. Es gibt ja auch mit diesem Carback 10 weitere Erfolge im Spiel mit weiteren 500 Gamerscore, die aber alle nicht sehr einfach sind. Das sind die 300.000 Punkte Fähigkeitskette in dem Ford Escort. Fähigkeitskette. Ah, was war das mit dem Porsche? Mit dem Porsche, du musst die Hillside Drift Zone machen und da 3 Sterne bekommen. Da kommt der Silas, der will driften. Der besagt in Driftzone. Aber das kann schwierig werden, weil Serienleistung. Yeah. Ach, schaust du locker, Silas. Ach, Scheiße. Ne. Ja, noch ist nicht abgebrochen, aber die Kurve ist schon mal richtig dick verhauen. Der Porsche ist einfach nicht durch. Ja. Ich fahre 90 km/h die Karre. Ich fahre 90 km/h und die Karre bekommt Traktion, also. Nee. Ist eigentlich was Gutes, aber zum Driften nicht so gut.
Ne, ich schmeiß. Ne, du merkst, es ist hinten das komplette Gewicht drauf. Der Wagen muss getunt werden, auf jeden Fall, ne? Das ist Ja. hier erstmal nicht machbar. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich tue mal die Karre und dann schaffe ich das. Nicht. Doch. Bisschen Start getunt, knapp ne? 300 kW, jetzt ab schlappe 800 kW. Okay, Plus Setup. hier Film hat verkackt, aber scheiß drauf, das passt so. Ja, geht schon mal besser quer auf Ja. jeden Fall. Kleines bisschen. Ja, es hat auch Leistung. Dann machen wir hier nochmal schön eine Drehung rein, die ich auch schön Ja. verkeckt habe. Jawoll. Hast du genug Punkte? Ne, ich habe noch alle. Ach, scheiße, dreh mich weg. Aber ich habe 200.000 Punkte. Aber mich weggedreht. Ach du Scheiße, das ist peinlich. Kannst nichts sein. Eieiei. Hast du gelernt, der Aber Porsche, ne? ich komme mit 99.652 Punkten raus, damit über 3 Sterne. Und ein Erfolg mit 25 Gamer Score ab die Post. Hast du gerade bekommen? Also sind doch schon freigeschalten. Muss ich nachher auch mal gleich machen. Aber der Serie, So. das wird schwer. Ja. So, ich denke, ich würde jetzt spontan sagen, auch wenn ich unter Gas bin, damit das nicht zu lang wird, springen wir zum nächsten Auto damit. Würde ich auch sagen. Sehr gut. Wir sind zurück hier im RX-7, dem eigentlich jedem ein Begriff sein sollte. Das RX-7 ist halt typisches JDM-Drift-Auto. Auch Ja, man berühmt muss wegen dazu dem. sagen, Ja, sag. RX-7 denken viele an das Coupé. Das hier ist halt der Savannah, der Ja, meiner Meinung das ist der nach ein normale. Tucken geiler ist. Also ich finde den hier ein Stückchen cooler. Ich nicht, aber es hat Geschmackssache und der ist halt nicht nur wegen der Optik besonders, weil ich meine, die Auspuffrohre allein hinten, die so ein bisschen weit nach hinten rausstehen, so 10, 15 cm. Denn die Optik an sich, ne, Lackierung, die ist halt schon ziemlich geil. Ich finde auch die Felgenfarbe super. Schon Tiefbett. Aber der RX-7 hat da eigentlich einen Wankelmotor. Aber dieser hier nicht. Der hat nämlich einen Chevrolet V8, und zwar einen LS V8. Mit dick Leistung, natürlich ich Eckantrieb. Also mit dem könnte man vielleicht driften. Aber auch nur Ja. vielleicht. Und man sieht auch schon direkt, der hat wieder mehr Lenkeinschlag. Genau wie das Unicorn. Oh ja. Aber Wenn richtig, du da ey. noch ein bisschen mehr Power reinbar, bla. Ja, dann Wir fahren jetzt in die andere Richtung. Wir kann fahren die das meine nächste. Main Drift Cover werden. Ich fahre mal vor am besten. Nächste links. Ja, genau. Nur gerade da. Fahren wir links. Der Gang ist nicht so geil. Ja, das ist wieder das Problem mit der Leistung. Doch, nicht so Wobei, viel Leistung. mit Klatschkick kriegst du den auch im dritten Gang drin. Guck mal kurz, was er gerade hat, so ungefähr. 300 Ja, so irgendwas meine ich. wie 450 so ungefähr. Nächste rechts KW vielleicht. KW oder PS? Und das ist okay. Das hat ein großes Getriebe, ne? Sehr gut. Ja, auch hier merkt man aber wieder zu wenig Leistung. In echt? Von der Ja. Leistung? Perfekt wahrscheinlich. Ja, aber das Arcadige im Forza, ja. Ich glaube, im Motorsport wäre es auch noch mal ein bisschen einfacher, die Karre quer zu hauen. 6 oder 7? Ist die Frage. 6. 7 weiß ich auch noch nicht. Aber die etwas mehr Links. Simulationsphysik. Tut da ihr Bestes. Aber V8 ist irgendwie trotzdem cool, ne, bei den Wagen. Der Wankelmotor ist auch geil, ich meine, der schreit halt wie die Hölle. Dieser Man Sound ist halt kann hier auch einzigartig. den Wankelmotor wieder reinballern. Was ich auch machen werde, wenn ich die Karre mit zum Griff aufbaue. Wenn ich da dann so um die 700 kW rauskriege. Wenn Ist nicht, dann. rechts. Ne. Okay, ich bin scheiße. Der Wagen braucht mehr Leistung auf jeden Fall. Lässt sich noch nicht so gut driften. Nee. Oh Gott, Transit. Ich würde sagen, wir machen die nächste Kurve noch. Du fährst vor. Ich meine, ich kann driften. Ich versuche mal bei dir, mich in Tandem reinzuklemmen. Und dann fahren wir wird das Auto links oder gefahren. rechts lang? Rechts. Nee. Oh, hallo, hallo, Baum. Nee, nee. Hello, nicht my mal. Friend. I'm a tree. Hello, darkness, my new friend. Three hugs. So. Hat aber auch noch nicht Sticker der Wagen, ne? Auf Heckscheibe auch. Ja, finde ich geil. Frontscheibe ist schon Für eine sexy. Klappsteinwerfer. Also der ist schon sehr sexy, der Wagen. Der ist schon bonös. Was mir fehlt, die Karre hatte 90% ihres Lebens bei den Hoonigans so einen richtig fetten, dicken Driftwing hinten drauf,
übertrieben groß. Leider jetzt nicht aktuell. In echt nicht und dadurch auch im Spiel nicht. Und selbst bei den Einstellungen kannst du hier nur den Forza-Flügel drauf ballern, der auch in die Richtung geht, aber nicht der originale von den Hoonigans. Okay. Finde ich schade, weil ich hätte diesen Flügel richtig gern drauf gehabt. Du musst mal bei Google gucken, kannst du mal ein Bild einblenden. Das ist schon ein richtig geiler Flügel. Und das finde ich geil. Und zwar jetzt hier oben links. Wenn ich es nicht vergesse. Oder rechts. Oder links. Oder ganz groß über dem Monitor. Oder links und rechts. Und jetzt ist wieder weg. Und jetzt ist es wieder weg. Ja. Ich hab gezaubert, ne? Ich kann's einfach. Und jetzt sind auch die Autos weg. Bis gleich! Jo! Jetzt sind auch die Autos weg, Alter. Was ist das für ein Spruch? Hallo! Ja, beste Begrüßung wieder. Ja. So, jetzt sind wir hier mit dem Loki. Okay, Baldwin, okay. Truck-Gedöns. Ja. Das ist eine wunderschöne V8, hat dieses Ding. Ja. Und so mal ein bisschen was anderes. Ja, mal gerade von tief zu sehr hoch gewechselt. Hoch. Zu Bus. Ja, ich habe schon ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen. Kann man da überhaupt nochmal einsteigen in das Ding? Weil der Einstieg, der ist ja schon sehr hoch, ne? Was soll das noch eine Leiter unten? Oh, ich schaffe das. Also doch, die Reifen sind auch sehr klein und sehr schmal. Aber ich habe einen Heckantrieb. Ich wollte gerade sagen. So, dann fahren wir hier mal den Weg entlang. Und trotzdem aber 600 PS. Was natürlich eine super Idee ist. Ja. Ach, damit geht die Karre auf jeden Fall auch quer. Mal gucken, mit Handbremse hier. Ja, guck euch das an. Guck euch besser das an. Nicht. Ja, Grammatik ist wieder super. Guckt euch bei mir an. Ich staub dich gerade ein bisschen zu, ne? Umweltverschmutzer! Das war gar nicht mal so schnell jetzt. Geht eigentlich. Ja, so knappe 200. Durch die Wüste ballern, ja, ist ja voll wenig. Ist echt langsam. Da kann man auch mal hier geradeaus fahren und einfach mal gucken, ja. Wie viel hält er sich denn so im Extremfall? Ich hab nur 4 Gänge, wie ich gerade merke. Was mir gar nicht gefällt. Aber ja. Kann mit Sprüngen ganz gut umgehen, ne? Also steckt da gut weg. Boah, das wohl nicht. An den 2 cm Boden feuert. Ja. Oh, das ist schon. Da war ein Sprung. Das ist schon wirklich sehr viel Bodenfreiheit. Das kannst du schon. Hui! Bordsteine sind ja auch scheißegal mit dem Wagen. Ja. Überall drüber fahren. Aber hier oben war noch Monster-Stunt, ne? Fahrenschild. Ja, irgendwie sowas mit dem Sprung auf jeden Fall. Ich würde sagen, kannst du dich mal hier platzieren, dann gucken wir mal, wie weit das Ding so fliegen kann. Dann kannst du mal schön wieder in den Kino-Drohnen-Modus wechseln. Oh dann yeah, können wir mal gleich mal einen schönen Baldwin fliegen sehen. So, Silas kommt und. Hui! 121 Meter. Ich will auch mal. Am besten dein Favorit von Carback und meinem Favorit. Achso, ist ja beides Muster, scheiße. Nee, meiner ist nicht Muster. Achso. Alter, 117 Meter. Nicht schlecht. 3, 2, 1. Silas, der fünfte Wagen heute ist der Bel Air von Chevrolet. Mit einer sehr, sehr hohen Front. So minimal. Das Heck so tief, voll geil. Die Front so, what the fuck, Nigger? Ja, Nigger! Genau, sag ich auch. Und auch diese Lackierung. Try 5 by Fire. Was auch immer das heißen soll. Ich glaube, die wollen, dass wir Gas geben mit dem Ding. Mal richtig schön den V8 klingen lassen. Am Rückwasser kann am Bernhard. Wow. Hat auch nur 306 kW, also nicht mal so viel, ne? Also jetzt für so ein Auto. Erste Gang mit 135. Ist völlig normal. Der ist im zweiten Gang schneller als mein Golden. Ah, also die Reifen sind. Scheiße, ja. Um es mal kurz zu sagen. Oh, schöner Walltap hier. Oder ist gar nicht mal so langsam. Warte, Try 5 by Fire. Die Kamera 5 Gänge. Wollen die uns damit vielleicht was sagen? Illuminaten. Confirmed.
Oh, hallo. Also Kurvenlage, ihr habt es glaube ich gesehen, ist nicht ganz so gut. Boah, das verliegen könnte. Vielleicht, dass der Wagen 50 Milliarden Jahre alt ist. Und das fährt wohl gerne in Nachbars Gärten. Kurvenlage. Ich bin auch nicht gerade viel besser. Warte. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay, diese Karre fährt sich. Ich muss kurz fassen. Scheiße. Ah, jetzt mal einen Burnout machen. Krieg ich das hin? Allem. Oh, guck mal, die 6. Rassel. Wir fahren lieber weiter. Das ist nicht schön. Ja. Was? Guck schon das Auto. Na, warum das ist die Triebe so lang? Was soll das? Oh, oder klang das geil. Warum geht der Begrenzer schon 2000 Umdrehungen, bevor er eigentlich zu Ende ist? Weiß ich nicht, aber der Klang ist geil. Klang geil, Aussehen eigentlich auch geil. Ich finde es eigentlich echt schön. Ist halt ein cooles altes Gerät. Aber fahrtechnisch, naja, eine 4. Auf der Schulnotenskala. Ist halt ein alter Ami, ne? Das musste sein. Sehr gut. Reicht aber heute, ne? Wir machen weiter mit dem nächsten Auto. So, und da sind wir wieder. Mit dem wunderschönen, also wirklich wunderschönen Ford Escort. Hammergeiles Auto. Und Klang ist auch geil. Und geht gut quer. Und wir sind auf dem Dach. Oh, wir sind auf dem Dach? Wie sind wir wohl hier hingekommen? Sind wir Cheater? Nein. Wunderschön, dass Escort hier auch mit einem fetten Body geht. Hammergeil. Also ich finde die Karre so sexy. Oh ja. Das ist, sieht, finde ich, gar nicht so amerikanisch aus. Sie finde ich eher so ein bisschen japanisch aus. Ja, ja. Also noch ein bisschen mehr Leistung. Offroad-Fahrwerk. Dann schön hart machen, weil Offroad-Fahrwerk hat mehr Steering-Angle. Und dann kannst du die Karre so gut querhauen. Ich sag's dir. Ich finde, in der Serie das nur wird's. 333 PS. Klingt nicht viel, aber der geht ab wie sonst was. Der wiegt ja auch nichts. Na gut, unter einer Tonne, ne? Halt leicht, da war halt eigentlich nichts außer das, was man braucht. Und natürlich einen kompetenten Fahrer am Steuer. Fahr mal runter vom Dach, würde ich sagen, ne? Dann dürfte ich hier so entlang. Oh, wow. Was ist? Bist du mit der Drohne runtergefallen? Nein, natürlich nicht. natürlich nicht, Mr. Kompetenz am Start hier. Ja, wer sonst, ne? Na, aber das ist so knapp, ne? Das geht besser, Leute. Das geht besser. Na, andere Seite, warum scheint es denn hier besser? Gedriftet? Nee, irgendwie scheint auf dieser Seite besser. Warum auch immer. Wunderbar, Silas. Du hast es einfach drauf. Ja, das war können. Mann, das kann doch nicht sein! Das muss auch mit ins Video auf jeden Fall. Aber war die Rampe. Warte, hier vorne war die Rampe, vielleicht kann man in die Rampe zurückspringen. Ja, perfekt. Ja, so halt. Ja. So, ja, mal gucken, was die Karre so auf dem Asphalt hergibt. Man, das Dach war irgendwie sehr, sehr rutschig. Und sehr schief. Und für das schon, bisschen. Der geht quer. Für das bisschen an Leistung? Ja. Nicht schlecht. Quer als der Porsche zum Beispiel. Der doch Heckmotor. Hätte der Porsche einen Frontmotor, dann würde er auch perfekt sein. Der wäre zwar kein Porsche. Nee, aber das hier ist ein sehr, sehr schönes Auto. Oh ja. Dann fahren wir gleich links. Mal geil. Der Kierung ist ja mal geil. Oh ja. Geht nur Griffling am Start von mir, aber ist trotzdem geil. Die Karre klingt so sexy. Ja. Schöner Saugmotor, ne? Dreht bis hier um die 9000 Umdrehungen. Da halt muss auch ein Turbo drauf auf jeden Fall. Das ist eine Driftkarre. Wow. Driftkarre ohne Turbo. Ja. Ist eine Driftkarre ohne Turbo. Ja. Das sagt alles. Ja, das reicht, ne? So. Dann kommen wir auch schon sagen, zum letzten Auto. Also, bis gleich. Genau. Bis gleich. Und das ist das letzte Auto für heute. Der Chevrolet Napalm Nova. Hinten steht hier Kill All Tires. Das machen wir gleich auch machen, aber kurz, das ist natürlich ein nettes Muscle Car, Ami.
Eine richtig geile Lackierung, finde ich. Ich meine, diese Farbe. Ist das matt oder so? Also, das sieht hammer geil so, aus. Halb glänzend ist es, glaube ich. Sieht hammer geil aus. Man hat mega die Leistung. Dicker V8 mit 7,4 Liter Hubraum. Das ist schon eine Hausnummer. Erstmal Reifen vernichten. Das kann hier so nicht angehen. Man muss dazu sagen, ich finde das bei den Felgen so geil, dass sie diesen blau-roten Kranz haben. Hm. Das zeige ich mal kurz an der Drohne, wenn man das sieht. Richtig, richtig sexy. Ja, okay, fahr einfach direkt vor meiner Nase, aber gut. Also hier innen ist der, oder halt der innere Kreis an beiden ist der blaue, der äußere der rote. Der außen am Felgenrand, man sieht das hoffentlich. Sieht doch mal geil aus, finde ich. Ja. Und die Felgen sind an sich geil. Mein alter Muscle Car ist sowieso geil. Ja. Der war ganz Grip. Nicht rechts. Und die Karre hat Sidepipes, aber auch nicht. Sehe ich gerade. Wie? Die Karre hat 4 Endro an der Seite und hinten 2. Guck mal, der Feuer spuckt. Habe ich aber bei dir gesehen. Ja. Lol. Ist ja. Okay. Da war kein Grip, warum? Das mag ich nicht. Da geht doch gar nicht mal so schlecht fair. Okay, naja doch. Na, ist gut. Macht jetzt für mich 55.234 Punkte. Nicht so viel? Nicht schlecht. Was hast du? 86.000 irgendwas. Oh Mann, ich dachte erst so, hab ich vielleicht sogar mal mehr als er? Dann fuck. 30.000 weniger. Wie wäre so ein kurzes Getriebe, ne? Warum? Ja. Besser als der Bell Air auf jeden Fall. Ja. Ich drifte extra nicht, damit gleich mehr Punkte verdient. Dann in die Kurve fahre ich quer. Verpisst euch, ihr scheiß Periodos. Ich habe jetzt 7000 Punkte, ey. Ich glaube, jetzt solltest du mich mal geschlagen haben. In irgendeiner Richtung. Du kannst nix tun, Lutscher. 20.000 Punkte. Oh. Ja. Ich bin allseits bekannt als der Driftgott in Forza. Und sowieso ein Fahrer mit sehr viel Skill. Deswegen auch Fahrer mit Skilling, ja. Auf jeden Fall. Ah, Burnout, man sieht, geht auf jeden Fall. Oh yes. Ja. Viel auch teuer, ne? Ja, ist halt das Motto, ne? Helfen wir nicht, wir sind halt Hooligans, ne? Scheiß auf Materialien, einfach die Karre mit bewegen. In den Dschungel ballern. Richtig. Wir machen weiter. Kann man die nächste rechts wieder. Im dritten Gang hat er vielleicht noch ein bisschen zu viel Grip, finde ich. Und auch hier finde ich zu wenig Leistung. Da könnte auch ein bisschen mehr kommen. So 100 kW mehr wären schon echt nicht verkehrt. Wäre schon ein Schniefe. Doch, gern 200 mehr. Oh Gott. Hello. Ja. Gutes Auto auf jeden Fall, ne? Ja. Bleib mal stehen, würde ich sagen, ne? Das frage ich dich, was ist denn dein Fazit von diesem Carpack? Also ich muss wirklich sagen, das ist mein persönliches Favoriten-Carpack von den kompletten Forza-Teilen, die es bis jetzt gab. Weil einfach ich, bis auf den Bel Air mich wirklich jedes Auto anspricht. Jedes Auto finde ich geil. Der Bel Air ist auch geil. Mhm. Aber manche Carpacks, da hast du Autos drin, wo ich mir denke, ist ja komplett kacke. So, ja. Und so habe ich wirklich alle Autos interessieren mich. Der Bel Air nicht ganz so, aber der Rest, ich meine, ich bin übelster Drift-Fan. Ich nutze Forza, sobald die Karriere durchgespielt, aber auch in der Karriere wirklich als Drift-Game. Ich drifte unheimlich gerne. Geht super mit dem Carpack. Also, ne, kann man sich nicht beschweren. Ja, beschweren kann man sich da eher weniger. Genau. beschweren kann man sich eher weniger über das Carpack. Ja, der Satz von dem, ne? Ich muss sagen, ich meine, die Wagen, bis auf der BLF, finde ich eigentlich alle richtig geil. Meistens waren so immer so ein paar Wagen dabei, die immer nicht so, die ich mich quasi nicht gejuckt haben, auch deswegen nicht gefahren bin. Aber heute fand ich eigentlich alle cool.
sind jetzt nicht unbedingt alles neue Wagen, die es noch nie quasi im Spiel gab. Ich meine, andere Versionen von einem gibt es im Spiel, jetzt auch vom Chevrolet, Mach 7. Aber halt nicht in solchen Versionen, ne? Ich meine, das sieht schon geil aus. Was ich sagen muss, der RX-7 Savannah, den ich jetzt hier gerade fahre, den gab es ja vorher schon. Aber das war auch so ein Auto. Es gibt so 4-5 Autos, als Beispiel der Savannah in der normalen Version oder der M4. Wenn man einlenkt, ist die Animation so ein bisschen verbuggt. Das lenkt nur so ganz, ganz bisschen ein. Aber du lenkst eigentlich viel weiter und das merkst du auch beim Fahren. Mhm. Dass der Einschlagwinkel beim Weiten nicht passt. Das hat mich beim Driften immer mega gestört. Ich weiß auch nicht warum. Und jetzt habe ich natürlich noch mal eine übelst krasse Version davon. Ja. Plus ne, mit noch mehr Winkel. Ich meine, die einen sagen, ja, mit noch mehr Winkel, da kann ja jeder driften. Nein. Jein. Ich nicht. Nein, ich finde, jeder Formula-Drift-Fahrer hat 80 bis sogar manchmal 85 Grad Einschlagwinkel. Ja, das sind natürlich alle Noobs deswegen. Ja. Weil die mit viel Einschlagwinkel driften. Ist aber eine richtige Drift-Car und ich finde den RX-7 einfach hammergeil. Ja, wer mag den Wagen nicht? Ja. Was ist denn dein Favorit vom Carpack? Ich sitze gerade drin. Achso, meinen hole ich mal kurz raus, sonst, oder mach ich mal kurz. Natürlich der Ford, weil der ist halt eine Killermaschine. Macht mega viel Laune. Sieht hammergeil aus. Ja, das stimmt. Ich finde das auch mal so ein. Das denke ich mal das Abschluss-Carpack in Forza. Da denke ich mal kein weiteres mehr kommen. Weil er ja. Bald Forza 7 vor der Tür steht. Das ist, finde ich, ein schöner Abschluss für das Spiel. Ein schönes und das Geile ist, das Carpack ist auch ein Motorsport 7. Das heißt, wenn die Einschlagwinkel vom RX-7 also auch so Motorsport 7 ist. Ich liebe es, auf der Rennstrecke zu driften, aber dann hat man keine nervige KI. Dieser, der immer eine Karre fährt, der Verkehr, ich meine, wenn ich drifte, immer Multiplayer, dass ich da keine behinderten Driver-Tare habe. Mhm. Aber ich habe immer noch KI-Fahrzeuge. Und auf der Strecke, da kannst du wieder auf der Strecke einfahren, dann kannst du auf der Strecke, du kannst da so, Alter, ne. Ich freue mich auf jeden Fall, die Karre über Rennstrecken quer zu ballern. Das wird bestimmt lustig. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. War, finde ich, eine richtig geile Folge. Mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das sagt natürlich auch an Sie, das liegt und seinen behinderten Kommentaren. Ich habe mich halt zurückgehalten. Ja, also du warst halt relativ normal für deine Verhältnisse. Also ich am krassesten ist hier der Abarth, ne? Der ist das Highlight des Videos. Ich habe auch einen krassen Abarth. Warte, guck mal. Ah, vergesst dann der? Nee. Das, wenn meine Freundin Forza spielt, ich ihr die Möglichkeiten zeige, also nach was sie suchen kann beim Design, dann kommt da ein Auto bei raus, was so aussieht. Ach. Ja. Das passiert, also, wenn meine Freundin Einhorn, Forza spielt. Fresh. Ja, das ist ein Unicorn und ich fahre ein Unicorn. Genau, Unicorn Car und das Unicorn Car. Ja, und Zero Difference, ne? Das ist ja quasi das Gleiche. Ich meine, Driften geht super, aber nur im Rückwärtsgang. Okay. Dann kann also Sie das. Danke fürs Mitmachen und Mitspielen. Hoffentlich. Gerne. Und hoffentlich bis dann in den nächsten Videos. Und wir würden sagen. Ciao. Ciao.